Zum ersten Mal fand im Chorsaal hoch 3 der große jährliche Kleider- und Kinderflohmarkt in Wenningstedt statt. Die zentrale Lage direkt an der Promenade trug sicher auch dazu bei, dass diesmal viele Sylt-Urlauber vorbeischauten und das eine oder andere Trödelschnäppchen fanden. Neben den zahlreichen Bekleidungs- und Trödelständen wurde auch Kinderspielzeug verkauft. Ein Paradies für alle Schnäppchenjäger. Auch für das leibliche Wohl der Besucher war bestens gesorgt. Die Erlöse aus dem Kleidermarkt fließen in die Insulache Kinder- und Jugendarbeit.